Es tut mir so leid für Jasmin. Auf dieser Station ist sie die Allernetteste. Ist Jasmin wirklich in Dr. Degoya verliebt? Ja, seit 4 Monaten redet sie nur noch von ihm. Tschüss. Ich brauche dich. Komm in den Andachtsraum. Jetzt. Ich brauche Geld fürs Mittagessen. Wir wollen zusammen Mittag essen. Ihr habt gesagt, Menschen verändern sich. Ich habe mich auch verändert, also gehe ich jetzt allein Mittag essen. Na endlich! Wieso bist du nicht gekommen? Tut mir leid, ich hatte so viel zu tun. Du hast mich nicht ernst genommen. Entschuldigung, möchtest du auch eine Frikadelle? Entschuldigung angenommen, mein Magen knurrt. Ich habe übrigens eine Idee, wie wir Dr. Degoya und Jasmin verkuppeln können.